In diesem Video schauen wir uns mal an, wie wir die richtigen Pflanzen für unser Aquarium auswählen und dann auch natürlich richtig einsetzen. Okay, das Wasser ist nun abgelassen und wir können uns hier um die Pflanzenauswahl kümmern. Die Pflanzenauswahl habe ich natürlich nur im Vorfeld gemacht, aber ich möchte euch natürlich am Aquarium auch nochmal direkt zeigen, wie ich da vorgegangen bin. Im Grunde genommen haben wir drei verschiedene Pflanzenarten, die Vordergrundpflanzen, die Mittelgrundpflanzen und die Hintergrundpflanzen. Ich sage mal, der Name ist natürlich schon charakteristisch dafür, was die Pflanze dann auch wirklich ausmacht. Die Vordergrundpflanzen sind Pflanzen, die wir im Vordergrund setzen, das heißt meistens typischerweise Bodendecker oder Pflanzen, die nicht so groß werden. Dann haben wir Mittelgrundpflanzen, die schon relativ groß werden können, aber immer noch nicht so, dass sie halt beispielsweise in einem großen Aquarium den ganzen Hintergrund ausfüllen können. Und dann haben wir halt natürlich noch beispielsweise die Hintergrundpflanzen, die typischerweise zum Beispiel Stängelpflanzen sein können oder andere großblättrige Pflanzen. Ja, das heißt, dass diese Pflanze wirklich groß wird und den Hintergrund auch begrünen kann. Man kann ein Aquarium auch immer nur mit einer oder halt mit nicht allen drei Sorten betreiben. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich richte das erste Mal ein Aquarium ein, dann würde ich dir jetzt empfehlen, bleib bei Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund und such dir da ein paar schöne aus. Da kannst du natürlich dann auch mal bei den Shops deiner Wahl, die habe ich jetzt hier bei Aquasabi bestellt, da findest du auch unten meinen Link, das werde ich dann natürlich alles nochmal in die Videobeschreibung reinpacken, kannst du natürlich da auch einfach gerne mal so ein bisschen rumstöbern. Dann haben wir natürlich auch verschiedene, ja, ich sag mal Pflanzenherstellungsverfahren, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, wir haben hier die In-vitro-Pötte, das heißt, das sind einfach Töpfe, in denen die Pflanze schon mit einer Nährlösung quasi vorgezogen wurde, im Labor total steril. Da sind die Pflanzen meistens relativ kleiner, aber man hat tendenziell eher mehr Pflanzenmasse bzw. mehr Stängel beispielsweise oder halt anderes Material, was man halt zu Pflanzen dann weiterverarbeiten kann, mehr oder weniger. Wohingegen wir hier auf der Seite die ganz klassischen Pöttchen haben, die dann halt in Gärtnereien vorgezogen werden und dann halt E-Mers oder Submers dann in der Gärtnerei wachsen. Es hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Wenn du jetzt wissen willst, was besser ist, in vitro oder den klassischen Bund oder Topf, dann kann ich dir hier dieses Video mal empfehlen. Guck gerne mal vorbei und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal dazu, wie wir das Ganze jetzt hier dann auch vorbereiten. Und ich habe mir jetzt hier gedacht, wir fangen mal mit dem Hintergrund an und dafür habe ich mir jetzt hier die Hydrophila polysperma ausgesucht. Die ist eigentlich eine wirklich schöne Pflanze, kennt man wirklich ja schon lange Jahre in der Aquaristik und fand ich wirklich schön. Deswegen habe ich es mir hier geholt. Man sieht, dass die Blätter noch relativ oder die Stängel relativ lang sind. Das heißt, die werden wir jetzt ein bisschen kürzen und man sieht hier unten, dass die Steinwolle ja mal wieder wirklich schön durchwurzelt ist. Das heißt, hier ist es immer natürlich schwierig, da das Wurzelwerk nicht zu beschädigen, aber trotzdem möglichst viel Steinwolle abzubekommen. Man kann dafür auch zum Beispiel eine Gabel nehmen, um das Ganze abzukratzen. Ich glaube, ich kriege das jetzt hier auch so hin. So, das heißt, ich habe jetzt die Steinwolle abgemacht und wir können uns schon ans Einpflanzen begeben. Wichtig ist vielleicht noch, wie viel brauche ich denn für mein Aquarium? Ich denke immer so, bei Bodendeckern trifft das eigentlich ganz gut zu, dass man sagt, für ein Pöttchen oder für eine so eine In-vitro-Becher nehme ich immer quasi eine Handfläche, so ich sag mal vielleicht 10 mal 10 cm, die das dann an Fläche abdeckt. Bei den Stängelpflanzen kann man immer gucken, wie viel man natürlich im Hintergrund beispielsweise bepflanzen möchte. Ich habe jetzt hier für das Mini-M einfach 2 genommen. Ich glaube, das war ein bisschen viel, aber man kann natürlich auch sagen, okay, ich starte mit mehr Pflanzenmasse, denn je mehr Pflanzenmasse ein Aquarium schon von Beginn an dann auch drinne hat, desto stabiler läuft das Ganze, gerade wenn ihr eine klassische Einfahrphase macht und von daher dachte ich mir, okay, ich packe lieber hier ein bisschen was mehr rein. Wichtig ist auf jeden Fall, bereitet eure Pflanzen vor, denn je besser ihr eure Pflanzen vorbereitet und auch portioniert, so ist es richtig, desto besser wachsen sie nachher auch im Aquarium, denn es bringt nichts, wenn wir einfach nur diesen ganzen Bund hier reindrücken würden, sondern wir können halt hier eine ganz schöne Fläche damit dann auch direkt begrünen und jede Pflanze hat mehr Platz zum Wachsen und kann auch besser einfach im Aquarium dann schön aussehen. Okay, dann haben wir jetzt die Hintergrundpflanze eingepflanzt und man sieht, es ist relativ dicht geworden. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich auch mit einem Pöttchen ausgekommen, ist aber auch egal. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit den Mittelgrundpflanzen weiter. Und da habe ich mir zum einen hier die, die Kryptokoryne Albida ausgesucht in Braun. Sieht an sich sehr, sehr cool aus. Dann habe ich hier noch einmal die Kryptokoryne Venti.
sieht auch ganz cool aus, hatte ich auch schon mal in einem Aquarium drin. Und dann habe ich mir hier für den Vordermittelgrund, keine Ahnung, die staurogrüne Repens ausgesucht. Genau, die drei Pflanzen werden wir jetzt einpflanzen. Und da haben wir natürlich hier das Problem, okay, wir haben hier so ein In-vitro-Pöttchen, das heißt, wir müssen erstmal das Nährgel dann abkriegen. Und ja, das machen wir dann halt hier in einem Wasserbad. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal und dann sehen wir uns gleich. So, die Kryptogrüne Albida, die habe ich jetzt auch ein bisschen vereinzelt, einfach damit sie ein bisschen mehr Platz hat, um sich auch auszubreiten. Die Kryptogrüne Venti, die hatte ich jetzt überlegt, hier einfach mal hier so ein bisschen dazwischen bzw. hier vorne zu setzen, einfach damit das Ganze natürlich auch so einen gewissen Mittelgrundeffekt auch bekommt. Also hier ist normalerweise immer die Nährlösung dran, von daher sollte man hier vor allem gucken, dass das Ganze dann auch runtergeht. So, die Staurogyne habe ich jetzt vorbereitet und die möchte ich hier vorne setzen, beziehungsweise hier so ein bisschen noch rein und dann gucken wir mal hier vorne noch ein bisschen. Ich habe die hier natürlich auch wieder natürlich vereinzelt, sodass man sie halt schön setzen kann und sie auch viel Platz hat. So, und damit sind wir dann auch schon fast fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Bodendecker und da habe ich mir auch zwei verschiedene Arten ausgesucht. Aber ich glaube, wir schauen einfach mal, ob wir überhaupt beide brauchen. Auf der einen Seite habe ich mir das Micranthenum Venditti Monte Carlo quasi rausgesucht. Das soll als Bodendecker mehr oder weniger hier vorne so ein bisschen in den Bereich kommen. Und dann habe ich mir einmal die Masselea Hesuta rausgesucht, so ist es richtig. Einfach um so einen kleinen Kontrast nochmal zu dem anderen Bodendecker zu haben. Und ich würde sagen, die bereiten wir jetzt auch vor und setzen die auch eben ein. So, puh, endlich, es ist geschafft. Das ganze Mini-M ist jetzt eingerichtet und ich würde sagen, ich räume jetzt hier auf, bringe es rüber zu seinem Platz, dann fülle ich noch ein bisschen Wasser auf und wir gucken das ganze Ergebnis uns dann mal zusammen an. Ja, das ist das Aquarium nach ungefähr 3 Wochen Standzeit und ich muss sagen, es hat sich bisher sehr, sehr gut gemacht. Gerade so die Hintergrundpflanze, also die Hygrophila, ist wirklich sehr schön gewachsen, auch wenn der Oberbau natürlich noch etwas kompakter und dichter sein könnte, aber das wird sich im nächsten Rückschnitt dann so ein bisschen legen. Ansonsten sind die restlichen Pflanzen auch gut angewachsen. Man sieht so hier und da jetzt nach 3 Wochen die ersten Algenbeläge bzw. anderen Beläge so auf den Steinen und auf den Pflanzen, aber das ist ja auch ganz normal, da schützt ja der Darkstar auch nicht vor. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das Becken jetzt in den nächsten Wochen schlägt. Und damit würde ich sagen, soll es das von diesem Video gewesen sein. Macht's gut, bis dahin, ciao.